Wir haben im Verlag Figu, im Verlag Wassermannzeit, ein neues Buch veröffentlicht. Es ist eine Neuauflage des bekannten Buches Und sie fliegen doch von Guido Moosbrugger, das bereits im Jahr 1991 erstmals veröffentlicht wurde, damals noch mit einem Umfang von 425 Seiten. Wir haben das bis zum Jahr 2012 mittlerweile umfangreich, sehr umfangreich neu überarbeitet und jetzt 2012 veröffentlicht. Das ist die Neuausgabe, im Gegensatz zur alten Ausgabe von 1991. Um was geht es in diesem Buch? Es ist grundsätzlich eine Zusammenfassung des Autors Guido Moosbrugger. Er ist langjähriges Mitglied in der FIGU. Seit Mai 1976 ist er Kerngruppe-Mitglied im Verein FIGU. Die FIGU wurde ja gegründet 1975 von Billy Edward Albert Meyer. Er ist diese Person, die in den 70er Jahren diese sogenannte UFO-Kontroverse begründet hat, mit seinen Kontakten zu außerirdischen Raumfahrern von den Plejaden. Guido Moosbrugger hat damals, schon 1991, ein sehr umfangreiches Werk über Billy Meyer geschrieben, das jetzt eben, wie gesagt, in einer Neuauflage mit sehr viel erweiternden Informationen wieder neu aufgelegt wurde. Er behandelt in zahlreichen Kapiteln, der ganze Fall Billy Meyer wirklich ausführlich behandelt. Wer sind die Plejaden, unsere außerirdischen Freunde und Lehrmeister? Wer sind sie? Woher kommen sie? Woher der Name? Warum Plejaden? Warum nicht Plejadier? Er beschreibt auch ausführlich einmal die Raumfahrzeuge dieser Plejaden. Was sind UFOs, was sind Telemeterscheiben, was sind Strahlschiffe, Aufklärungsschiffe und so weiter. In einem weiteren Kapitel wird natürlich ausführlich darauf eingegangen, Entschuldigung, wer ist überhaupt Billy Meyer? Die Geschichte von Billy Meyer wird erklärt. Warum wurde er als Kontaktperson ausgewählt von diesen Plejaden? Was ist seine Lebensgeschichte? Warum hat er sich hier in Hinterschmidt-Rütti niedergelassen? Im Kapitel 4 wird ausführlich beschrieben von Guido Moosbrugger, wie funktionieren diese Kontakte mit Billy und diesen außerirdischen Intelligenzen. Es ist ja die Rede von Menschen aus Fleisch und Blut, diese Plejaden. Das sind Menschen aus Fleisch und Blut, ist noch wichtig zu wissen. Es sind keine ätherischen Geistwesen oder Heilige oder Gottgesandte oder dergleichen Unfug, sondern es sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wie gesagt, im Kapitel 4 beschrieben. Er beschreibt weiter die Tagdemonstrationen von diesen Schiffen, von diesen außerirdischen UFOs. Es wurden ja zu Beweiszwecken, wurden zahlreiche Fotos aufgenommen, Landespuren wurden untersucht, auch Metallproben und, ist auch alles weitgehend in diesem Buch dokumentiert. Es geht um Tagsichtungen, Nachtsichtungen, vor allem auch um die Beschreibungen der Zeugen. Es gab mittlerweile sehr viele Zeugen, das ist in einem separaten Zeugenbuch beschrieben, wo über 100 Zeugen zu Wort kommen und ihre Erlebnisse mit diesen UFOs bzw. Strahlschiffen und ihre Begegnungen mit den Außerirdischen beschrieben werden. Im Kapitel 9 beschrieben in Guidos Buch. Es werden auch Fragen beantwortet, warum landen außerirdische Flugobjekte nicht in aller Öffentlichkeit zum Beispiel. Es geht um die wissenschaftlichen Analysen und Beweise. Die Tonaufnahmen wurden analysiert, Metallfragmente wurden metallurgisch analysiert. Die Fotoaufnahmen, über 1000 Fotos im Übrigen, wurden viele davon untersucht, ob es sich um Fälschungen handelt oder so. Dieses Kapitel 12 beschreibt diese wissenschaftlichen Analysen, auch sehr umfangreich. Es geht natürlich auch um die Mordanschläge, die auf Billy Meyer verübt wurden im Laufe dieser ganzen Jahre, dieser Jahrzehnte.
seit seinem erstmaligen Auftreten wurden eben wirklich auch mehrere, 14 mittlerweile, Mordanschläge auf Billy verübt. 21. 21 mittlerweile, Entschuldigung. Da gibt es übrigens auch eine Broschüre dafür, um diese Mordanschläge. Es geht dann auch um die Frage letztendlich im Kapitel 15, was wollen die Außerirdischen überhaupt bei uns? Warum kontaktieren sie die Erdenmenschen? Warum kontaktieren sie Billy? Was gibt es für Informationen? Und so weiter. Was ist die Lehre von Billy Meyer, von diesen Außerirdischen? Und letztendlich, zum Schluss, geht es auch darum, um die Reaktionen der Menschen seit dem erstmaligen Auftreten in der Öffentlichkeit von Billy Meyer. Es sind ja über 30 Jahre mittlerweile, in denen Billy Meyer Öffentlichkeitsarbeit macht. Und da gibt es zahlreiche interessante Rückmeldungen, Reaktionen, die von Guido Mosbrucker im Kapitel 16 ausführlich beschrieben werden. Für mich als langjähriges Kerngruppe-Mitglied ist das eigentlich ein sehr dankbares Werk, um auch sogenannt Uneingeweihten oder Anfänger im Fall Billy Meyer ausführliche Informationen zu liefern, in denen wirklich in einer außerordentlich gut geglückten Zusammenfassung alle Fragen zu diesem Fall beantwortet werden. Es ist zu beziehen im Verlag Wassermannzeit des Vereins FIGU. 50 Franken kostet es. Die Website wird noch eingeblendet. figu.org Shop für 50 Franken zu erwerben. Das ist noch anzufügen. Es gibt in der Mitte des Buches gibt es schöne Farbbilder, die wie in der ersten Ausgabe einige interessante Beispiele darstellen von den über 1000 Fotos, die auch im Center oben für die Besucher, ein Teil davon zumindest, in den Alpen zu besichtigen sind. Noch einmal zum Schluss und Sie fliegen doch, Guido Mosbrucker. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.